Wintermute BBS mit neuer Adresse. Immer mal wieder sind dynamische DNS-Hoster offline gegangen oder haben ihre Bedingungen so verändert, dass sie für Mailboxen nicht mehr länger sehr sinnvoll sind. Die Wintermute BBS aus Düsseldorf hat daher die Verbindungsadresse gewechselt. Sie ist nun unter wintermute.ddns.net erreichbar. Auch wintermute.bbsindex.de funktioniert. Stretchy Pixels. Neueste Terminals unterstützen einen Breitbild-ANSI-Modus. Die Auflösungen sind 132 Zeichen mal 37 Zeilen oder 160 Zeichen mit 45 Zeilen. Die neueste Version von SyncTerm unterstützt diese Art von Auflösung. Auch die Pre-Alpha von Netrunner soll diesen Anzeigemodi können. Die Ink2 BBS arbeitet derzeit an den ersten Screens und entwickelt ein Theme für Mystic BBS, welches für Breitbild-ANSI ausgelegt ist. Mystic BBS soll erkennen können, welcher Display-Modus vom Terminal genutzt wird. Sind 160x45 nicht unterstützt, wird zurück in den 80x25-Zeilen-Modus geschaltet. DoorGame Big Wins Lotto. Teilweise ist es schwer, Shareware-DOS-Games zu registrieren, wenn sie vor über 30 Jahren entwickelt wurden. Scott Comstock hat eine Webseite, die für das Spiel Big Wins Lotto einen Key generieren kann. Sowohl der Key wie auch das DoorGame selbst können kostenlos auf der Webseite bbsdoors.scottcomstock.com erhalten werden. 24 Jahre Telnet BBS Guide. Die bekannte Webseite telnetbbsguide.com wird diesen Monat 24 Jahre alt. Seit 1997 bietet die Seite hauptsächlich eine Mailbox-Liste an. Zum 24-jährigen Bestehen wurde eine Statistik veröffentlicht, die den Verlauf der Neueintragungen zeigt. Zwischen den Jahren 1997 bis 2008 wurden zwischen 0 bis 8 gezählt. Ab 2009 ging es dann regelmäßig in den zweistelligen Bereich. Ab 2014 traf die Retrowelle dann auch die BBS-Szene und sorgte bis ins Jahr 2020 von 19 bis zu 86 neue Einträgen. Als sich das Leben deutlich mehr online abspielte durch die Pandemie, sind die Zahlen in den dreistelligen Bereich explodiert. 316 Mailboxen im Jahr 2020 und 322 dieses Jahr. Und 2021 ist noch nicht zu Ende. Digital Talk eingestellt. Eines der letzten deutschsprachigen Discmacs mit langer Historie scheint zerfallen zu sein. Die Digital Talk, welche seit 1993 als Freeware-Magazin auf Diskette und später als Download zu erhalten war, konnte stets unter einer Webseite abgerufen werden. Doch kürzlich änderte sich die portalartige Webseite samt Forum zu einer Seite, welche nur noch eine Meldung für Besucher zeigt. In dieser heißt es, um weiteren Schaden abzuwenden, wird die offizielle Digital Talk mit sofortiger Wirkung auf Eis gelegt und auf unbestimmte Zeit eingestellt.